Gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als die Kiste einmal hier zu verschieben. Und die andere müssen wir dann reinschieben. Bei Kriechen können wir leider noch nicht. Schade drum, sonst hätten wir so perfekt durchkriechen können. Aber das hieße jetzt auch, dass wir alle Secrets haben müssten für diesen Abschnitt, hä? Boy, ich trau mich gerade nicht. Einfach zu laufen, ohne gespeichert zu haben. Da funkelt mich schon so eine Miezekatze an, ne? Aha, da liegt ein Schlüssel. Gut, dass ich mich an kein einziges Schlüsselloch irgendwie erinnern kann. Ich glaube, die ist tot. Wo sind wir hier? Oh! Oh, Miezekatze! Hat die mir jetzt überhaupt Schaden gemacht? Die ist so ein bisschen um mich herum getänzelt. Also beim ersten, bei der ersten Berührung ist er vielleicht. Muss ich jetzt dort hoch oder was? Weil das so komisch gezeigt worden ist. Wie soll ich denn da hochkommen? Wie sah das eigentlich damals so aus? Das ist faszinierend. Ich kann mich null erinnern. Null. Ich gehe mal ins Wasser. Mal gucken, wen ich da so triggere. Ja, ich wusste es. Hier ist eine Kiste. Kann man die verschieben? Weiß nicht, ob wir hier noch was zum Einsammeln haben oder nicht. Geht's auf jeden Fall auch noch mal weiter und ich habe, oh, ich brauche Luft. Ha, das so ein bisschen außer Acht gelassen. Weil, warum? Oh, guck mal, die waren ja nett, die sind mir bis hierhin gefolgt. Nein, 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 nach vorne. Warum? Warum geht die immer nach hinten, wenn die aus dem Wasser kommt, obwohl ich nichts dergleichen drücke? Habe ich ein großes Medipack verschwendet wahrscheinlich? Obwohl wir höchstwahrscheinlich bald irgendwo das Levelende haben, ne? So, jetzt gucke ich nochmal hier. Weil hier war ja definitiv was. Oder? Okay. Wo bin ich hier? Oh, da kann ich hoch. Raus. Oh, mittlerweile sind es drei Krokodile. Wo bin ich jetzt? Oh, da ist doch. Da. Ah, Nein, ich habe keine Angst gekriegt. Ah, wir haben die Magnums eingesammelt. So, jetzt möchte ich gerne noch das Medipack haben.
ohne die Krokodile vorzutöten, weil ich habe so die Hoffnung, dass ich mir noch die Errungenschaft holen kann mit diesen das Einsammeln ohne die Krokodile zu töten. Aber anscheinend war das nicht dieser Ort. Weil hier ist ja definitiv nichts mehr zum Einsammeln. Hier sind mittlerweile vier Krokodile. Auch nett. Weil da durchkriechen kann ich ja leider nicht. Soll ich mal ins Wasser springen? Ich spring mal ins Wasser. Weiß ja nicht, ob die von hier sind. Also die drei, die mich schon hier unter Wasser verfolgt haben, habe ich glaube schon. Nein? Hey, Sauerei. Der packt sich da einfach durch das Gitter durch. Folge mal nach. So, hier war ja gar nichts. Ha. Aber ich glaube, unter Wasser habe ich jetzt sonst nichts weiter gesehen, was ich jetzt hätte einsammeln können. So, hier kann ich auch hoch. Oh Gott, ich habe mich kurz vor der Katze erschreckt. So, ich lebe. Da ist auf jeden Fall ein Medipack. Ist einfach nichts weiter. Hier war jetzt nur das Medipack. Auch nichts Auffälliges. Kein Hebel. Nirgendwo, wo ich hochklettern kann. Okay. Das ist ja auch nicht die Brücke. Was ist das eigentlich für ein Schlüssel, den wir jetzt mitgenommen haben? Goldener Schlüssel. Schön, wie wir die Magnums jetzt haben. Nur die Uzis noch nicht. Ach, guck mal, die führen weiter nach oben. Führe mich jetzt hier irgendwo hin? Oder fühle ich mich jetzt einfach nur ins Dunkle? Hä? Doch, da ist irgendwas, ne? Okay. Ups. Der hat zum Glück nicht so viel Leben verloren. Null Orientierung gerade. Das so extrem dunkel ist. Da geht's auch nochmal weiter. Oh. Tut mir leid, Krokodil, das war Notwehr. Da kannte ich ja wenigstens. Nein, kannte ich nicht. Oder von hier aus. Aber Secrets kann ich eigentlich gar nicht mehr finden. Glaube ich. Ich meine, ich hätte gesehen drei und ich hatte zwei und habe aber noch nicht. Bis oben hatte ich dann noch nicht eingesammelt. Kann das sein? Hier kann ich nicht hoch. Nee, anscheinend nicht. Gucken wir mal weiter. Hier kann ich auf jeden Fall hoch. Da ist Schrotmuni.
Okay, und da ist die Katze. Es ist halt die Sache, da muss ich ja anscheinend hin. Ich habe aber an der Seite ja auch noch was gesehen, ne? Da würde ich gerne gucken wollen. So, dann gucke ich mal. Komme ich auf jeden Fall einfach so hoch? Da kann ich irgendwie runter. Oh, hier ist noch ein Medipack, okay. Also hier weiter oben ist jedenfalls nichts. Aber jetzt will ich mal gucken, was da an der Seite ist. Ich rutsche auf jeden Fall. Oh, hier bin. Ah, hier bin ich dann. Lande ich drinne. Gibt's hier irgendwas? Nö. Ah, ich kann aber hier weiter. Wo bin ich denn jetzt? Ach, ich bin. Ah, da oben war jetzt nichts, oder? Dann komme ich hier wieder her. Ey, muss mal gerade gucken. Ich habe jetzt nochmal geguckt. Ich konnte da jetzt wirklich nichts finden. Also gehen wir schön wieder hier runter. Und Richtung Katzenstatue. So. Okay, da haben wir wirklich den Schlüssel. Ich finde die Statue ja auch so unfassbar schön. Kann ich nicht hier einfach hoch? Ich würde mich das gerne machen. Einfach aus Prinzip. Gibt leider keine Errungenschaft. Eine Shotgun. Ich mache von ihr Gebrauch. Oh, schön. Ich muss dazu sagen, an der Stelle gibt es auch eine Errungenschaft. Ich glaube, über drei Kugeln in der Mitte irgendwie springen, ohne Schaden zu nehmen. Fragt mich nicht wie. Ich habe da auch schon mal irgendwie ein Video gesehen gehabt. Also ein Short halt. Aber ewig her und keine Ahnung mehr, wie das war. Eigentlich ohne Schaden zu nehmen, ne? Nein, das war zu früh. Hätte voll cool kommen können, aber nein. Oh, das war wirklich cool. Nochmal. Boah! Ich muss drüber springen. Ah, verdammte Hacke. Ich dachte mir, oh nein, jetzt kommen an der Seite welche. Oh, nee. Und dann so einen Blickwinkel gesehen. Ach nein, bei mir auch. Ah, ich versuche das schon gar nicht mehr drüber zu springen. Weil ich das jetzt ein paar Mal versucht habe und es nicht einmal geklappt hatte. Da bin ich dran, aber gibt natürlich keine Errungenschaft, logisch. So, jetzt ist die Frage aller Fragen. Muss ich denn jetzt hin? Ich lasse mir den Speicherstand auf jeden Fall mal, damit ich das noch ausprobieren kann, um für mich privat das auch zu holen.
Aber jo. Ich hoffe, die können nicht durch Gitter durch. Sehe nicht, ob sie anvisiert oder nicht anvisiert. Na, komm noch mal, Miezekatzen. Ich fühle mich nämlich hier ziemlich sicher. So. Die ist schon mal erledigt. Aber das war doch mehr als eine. Das war definitiv mehr als eine Katze. So, haben wir hier auch sowas? Vielleicht habe ich ja Glück. Naja, fast. Na komm. Mietz, 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 Mietz. Ich muss sagen, erster Abschnitt in Ägypten. Und so viel besser. Atlantis ist einfach nur ein Krampf im Hauptspiel und auch hier im Add-on. Kommt die einfach von der Seite? Da würde ich sie einfach nur triggern, denke mir so, okay, bevor die jetzt da weiter rumrennt, ne? Kommst du mal und holst sie? Ah, ich wusste es. Es war so klar. Ah, die hat mich nur liebevoll in die Ecke gedrängt, ohne mir Schaden zuzufügen. Ich dachte mir auch so, das ist so typisch dafür, dass ich gleich angegriffen werde. Wie wahrscheinlich ist es, dass das hier auch so passiert? Okay. Nicht? Gut, ich will mich nicht beschweren, ne? Also, ja. Aber hier kommt einer. Auch so ein bisschen. Ach Mann. Lara. Komm mal hier hoch. So, ich rüste schon mal aus. Irgendwas passiert nämlich hier. Oder halt doch nicht. Und jetzt ist das Gitter hier weg. Hä? Bin ich echt damit gerechnet, dass da jetzt eine Kugel kommt? Und jetzt frage ich mich, was habe ich übersehen? Ein Hebel? Ein Gang? Hier geht es ja noch weiter. Warum wurde mir das jetzt gezeigt? Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall sehr schön aus draußen. So beim Mondschein. Kommen wir noch raus? Also in diesen Abschnitt? Ich muss mir gerade mal das Wandbild angucken. Falls es schon andere Wandbilder in der Art gab, ist mir das noch nie aufgefallen.
Ach. Ich dachte erst so, oh weh, es kommen wieder Kugeln runter. Aber so ein. Oh nee. So einer ist natürlich auch nett. Gucken wir mal, ob auf der anderen Seite auch einer herumschleicht. Oder ob das nur einer war. Ne, war scheinbar nur einer. Oh, das sieht auch so verlockend aus. Speichern. Unten sind Stacheln, stelle ich fest. Okay, hier ist wieder eine Katzenstatue. Das ist ja unwahrscheinlich beruhigend. Ich hoffe, das war einfach der Ausschalter, dass die ja nicht angeht. Angeht, Nicht lebendig wird, meine ich damit. Eieiei. So. Dann kommen wir auf jeden Fall noch raus. Es gibt auch eine Errungenschaft, so weit rauszulaufen in der Wüste, dass Lara erschöpft zusammenbricht. Ob das hier der Fall ist? Lara, bitte. Da unten ist Wasser. Mit Krokodil. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da hin muss. Also da an der Seite ist schon mal nichts. Boah, ey, ich weiß gerade nicht, ob ich das mit Anlauf packe oder Außenstand. Bei mir konnte ich ja wenigstens noch. Okay. Ich glaube, das wäre zu weit für den Anlauf gewesen, aber dadurch, dass ich ja mich zum Glück in der Luft noch etwas drehen kann, war das dann wiederum machbar. Wir können sicher sein, dass ich mich gleich mal nach unten fallen lasse, weil eigentlich gibt es hier oben auch gar keinen weiteren Weg, ne? Also wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke. Haha. Ich weiß, ich habe erst vor einer Sekunde gespeichert. Egal. Ich traue mich nicht. Ah, da ist ein Weg. Da kann ich was einsammeln. Da habe ich auf jeden Fall einen Hebel. Ich wahrscheinlich auch zügig betätigen müsste, wegen den Krokodilen und der Luftknappheit. Ich bin draußen. Oh nein! Bin wieder im Wasser. Wie kam denn das? Nichts ahnend sehe ich mich hier. Nichts ahnend sehe ich mich hier um. Meine Güte. Hatte ich jetzt aber ein Glück. Weil immerhin blinkt meine Leiste, ne? Himmel. Eigentlich müsste ich schon längst aufhören, weil es eigentlich viel zu spät wird.
Aber ich kann einfach nicht. Das Gefühl, es geht nicht mehr so lang. Ich wusste es. Immerhin waren da Fußspuren. Und dann dachte ich mir auch noch Stacheln an der Seite. Ja, ihr seid halt nett. Nett wie eh und je. Also wenn das wirklich hier der Ort ist, wo man eben... Ey, wie gemein ist das denn? Die backen sich da einfach durch den Zaun durch und ich darf das nicht? Guck, ich kann da nicht einfach so durch. Da. Kann ja nicht drüber. Also, um auf meinen Gedankengang zurückzukommen, bevor ich von dieser netten Miezekatze unterbrochen worden bin. Also wenn das wirklich dieser Ort ist, wo ich eben mit Lara in die Wüste raus soll, wo sie vor Erschöpfung zusammenbricht, etc. Da muss ich halt mal gucken, von wo aus sie da hinkommt, ne? Also da hinten ist wieder eine Miezekatze. Also wenn ich auf die Mumie zulaufe, dann bin ich tot. Nein, keine Ahnung. Aber hier ist jedenfalls soweit nichts. Hier kann ich rüber und dann trigger ich bestimmt die Miezekatze da hinten. Ich speichere mal. Ich habe keinen Bock, mich nochmal zu heilen. Aber ich sehe da auch. Gemein! Wie gemein! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, hätte ich noch ein paar andere Katzenstatuen erwischt, wären die dann auch nicht lebendig geworden und einfach Katzenstatuen geblieben? Weil das würde erklären, warum da so hingezeigt worden ist. Das hieße aber auch, nur eine Katzenstatue hat da, glaube ich, hingezeigt. Die Schweine. Von ich rutsche so nichts an rein und trigger erstmal beide. Komm. So. Beide tot. Speichern. So muss das sein. Ich habe halt an der Seite auch noch Wasser gesehen. Würde ich gerne gucken, wohin mich das führt. Auf jeden Fall zu einem Krokodil rein. Überlebe ich das? Okay, ist hier sonst nichts? Hm, scheinbar. So, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Und, ja, habe auch so die ein oder andere Trophäe gesehen, die ich euch auf jeden Fall noch zeigen werde. Bei den Kugeln wisst ihr ja, drüber springen, ne? Alle drei unbeschadet und dann zur Katze kommen. Schön und gut, das werde ich nicht zeigen, aber ein paar andere. Das eine hat mit dem letzten Secret zu tun. Eins ganz am Anfang. Aber ich habe jetzt gar nicht geguckt, was ich wollte nämlich auch gucken, ob das hier zusammenhängt mit dem, mit diesen weit in die Wüste rauslaufen und so weiter und so fort. So, wenn wir da jetzt weiter hingehen, dann sollten wir das eigentlich beenden. Was wir aber nicht wollen, weil wir wollen hier so dran vorbeispringen. Das hat natürlich nicht funktioniert. Oh, und es gibt auch noch eine Errungenschaft, wenn man diesen zwei Kugeln hier außen ausweicht, indem man über sie springt. Das habe ich auch vollkommen vergessen, jetzt gerade zu erwähnen.
Versuchen wir nochmal unser Glück. Nein. Vielleicht kriege ich das ja eher hin. Okay, nicht ganz so geplant. Aber Hauptsache, es funktionierte. Hier nicht? Ich wollte gerade sagen, ich kann auch hier hoch. Ich wollte gerade sagen, einer ist nämlich hier hingegangen und hat da ist keine Errungenschaft aufgeploppt, weil derjenige die halt schon hatte und dachte mir, okay, was für eine ploppt da jetzt auf? So, und hier wollte ich nämlich unbedingt hin, weil hier sind nämlich die Uzis. Durch Zufall habe ich das entdeckt. Also jetzt nicht hier entdeckt natürlich, sondern als ich nachgucken wollte wegen Dings. Da springt hier rüber. Ich hätte mal speichern sollen, während ich hier bin. Ach, verdammt. Scheine ihn hier an der Stelle nicht wirklich zu interessieren. Alles klar. Gut. Guck mal, ich speichere nochmal. Ich dachte mir, ich teste jetzt mal aus, wenn ich jetzt irgendwo noch hingehe, ob sie drauf geht oder so. Aber wenn sie dann drauf geht. Oh ja. Bringe Lara so weit in die Wüste, dass sie stirbt. Weil dann passt nämlich das und nicht, dass der dann doch sehr angriffslustig auf einmal ist, ne? Ach, guck mal, da haben wir den nächsten. Gott sei Dank. Ich hoffe, das war's an Gegner. Gut, wir hätten ja noch einen Panda, den wir eliminieren könnten, was wir aber nicht machen. Und zurück kommen wir wohl irgendwie von hier aus, indem wir da wieder reinspringen. Ja, hat doch gut funktioniert. Gut, dann denke ich, kann ich auf jeden Fall das Level mal abschließen. Ich würde danach nochmal kurz die beiden, ja, zwei Errungenschaften sind es, die ich euch gerne zeigen wollen würde. Das aber dann im Anschluss, ne? Ich weiß nicht, was passiert, weil ich weiß nicht, was passiert. Ich weiß nicht. Oh Gott. Ich habe mich erschreckt, weil die Mumie nach unten verschwunden ist. Das ist gut. Das ist hervorragend. Also wie gesagt, ich mache noch die zwei Errungenschaften, die ich euch zeigen will. Also sehen wir uns gleich wieder. So, die eine Errungenschaft ist direkt hier am Anfang. Hat nichts mit den Augen da hinten zu tun oder so, auch wenn es sehr verlockend ist, sondern mit dem Sprung hier. Oh. War geplant. Jetzt kann ich ja doch mal gucken, ob es hinter den Augen was gibt. Cool. Ah, guck mal, hier gibt es ja tatsächlich ein Medipack. Aber wie gesagt, das war halt so gar nicht geplant, ne? Und es gibt dafür auch eine Errungenschaft. Herrlich. Ja, also die wollte ich euch zeigen, die Errungenschaft. Warum wird das jetzt so gezeigt? Ich weiß es nicht. Ich verstehe das nicht. Ist aber auch nicht so dramatisch. So, jetzt müssen wir das nur hinkriegen, was ich hinkriegen wollte, ne? Und zwar, dass wir hier... Ach, natürlich klappt das nicht. Klar. Logisch. Weil warum auch? Starten wir halt nochmal. Also laden wir nochmal. Dann geht das. Und zwar... So. Ha. Mach einen langen Kopfsprung für jemanden, der dir zuzwinkert.
So, ihr erinnert euch ja sicherlich noch an das Secret hier. Das kann man auch auf ganz besondere Art und Weise holen. Hat tatsächlich funktioniert. Also, wow, herrlich. So, ich werde für mich jetzt noch privat versuchen, über die Kugeln zu springen. Sowohl die drei drinnen unbeschadet, so wie auch die zwei draußen. Da ihr davon wisst und es eigentlich auch nicht spektakulär ist, werde ich es jetzt hier auch nicht hinmachen. Ich fand die beiden halt sehr interessant, dass wir dadurch noch ein drittes Secret zufälligerweise entdecken. Finde ich auch gut. Aber das war's auf jeden Fall für diesen Abschnitt. Wir sehen uns dann einfach im nächsten Abschnitt wieder. Bis dann, tschüss, eure Tay.